So, hallöchen und willkommen zurück zu Let's Play Titan Quest. Wir stehen ja hier in Memphis, wo wir letztes Mal angekommen sind. Und das Problem war, dass ich da ein bisschen durchgerusht bin. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal noch kurz hier ein bisschen was erledigen. Na gut, wir müssen natürlich nicht. Und halt, bevor ich es wieder vergesse, aktiviere ich mal jetzt schon den Blitzdings. Wir sind letztes Mal ein bisschen durchgerusht, weil ich zeitlich mal wieder in Schwulitäten gekommen wäre, wenn ich nicht gerusht wäre. Und ich erledige jetzt einfach mal nochmal hier die einfachen Sandvipern hier, bevor wir weitergehen, und holen uns, glaube ich, nochmal die Kiste, weil die hatten wir, glaube ich, schon letztes Mal. So, ihr noch und du natürlich auch. Und jetzt trinke ich mal einen Schluck. So. Kiste, öffne dich. Na, was ist denn drin? Gold und Gold. Na gut. Haben wir ja 280.000. Brauchen wir jetzt wahrscheinlich vielleicht nicht mehr so dringend, aber wir wollen uns nicht beschweren. So, hier oben geht's auch noch wo lang. Hui, 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 hui. Na, wer seid ihr denn? Halli, hallo, hallöchen. Ein Mörderveteran. Huch, was ist denn da gerade weggeflogen? Wenn man das wieder wüsste. So, ihr noch? Na los, jetzt trinkt doch nochmal was. Wir wollen ja nicht, dass das Böse endet. So, guck mal her. Wieso seid ihr so langsam, ne? Glücksbringer des Geistes, nanu? Was ist denn das? Ach, eine Halskette, die ein bisschen Energie bringt. Ja, das ist jetzt nicht so überragend, würde ich mal sagen. Die brauchen wir nicht mitnehmen. Dafür spazieren wir jetzt mittelst rein nach Memphis. Bevor ich hier natürlich alles erkundet habe. So, hier ist nichts mehr, nö. Also jetzt mal ordentlich rein hier. Das Portal haben wir, meine ich, auch schon aktiviert. Wir waren schon einkaufen, aber ich glaube, wir kaufen mal. Ich habe keine Zeit zum Plaudern. Ich bin zu beschäftigt. Ja. Ich nehme an, du möchtest etwas, das ausverkauft ist. Sag mal. Du sollst keine Reden schwingen. Du sollst mir hier was verkaufen, Bub. Was wollten wir mit dem Stab? Den wollten wir uns später noch anschauen, wenn wir genügend Intelligence haben. Aber ich glaube, irgendeinen Bogen können wir jetzt langsam mal wegwerfen, oder? Ah, ich weiß nicht, wie viel die alles am bringen, aber komm. Packt mal alle Bögen weg, weil... Entschuldigung, aber... Wir sind mittlerweile so eingedeckt mit guten Waffen, dass es nicht mehr nötig ist, hier jeden Scheiß aufzuheben. Und dann können wir mal noch ein paar mehr Tränke mitnehmen. Zack. Und jetzt sind wir wieder gerüstet für die nächste Zeit. In Ordnung. Jawohl. Siehst du, das Portal ist aktiviert. Und hier ist eine Quest. Wer bist du denn? Tatari, eine junge Edelfrau? Na los, Tatari, sprich. Entschuldige mich. Hast du einen Mann mit dem Namen Unas gesehen? Er ist mein Bruder. Er ist verschwunden und ich befürchte das Schlimmste. Leider noch nicht. Aber höchstwahrscheinlich werden wir dir den zurückbringen. Hoffe ich doch mal. Oh, ach, Imhotep, da bist du ja. Hallo, du alter, buckliger Mann. Sprich doch. Ich bin erleichtert, dich zu sehen. Es ist nicht gut gelaufen. Wir waren auf einen Kampf gegen einen Telkine vollkommen unvorbereitet. Niemand hat seit dem Krieg zwischen den Titanen und den Göttern einen gesehen. Aber jetzt scheinen sie überall zu sein. Es ist wichtiger denn je, dass wir mit der Beschwörungszeremonie fortfahren. Nur die Götter können uns beschützen. Danke, dass du die Schriftrolle der Beschwörung gebracht hast. Nun, lass mich sehen. Um das Ritual der Beschwörung zu vollenden, müssen wir zuerst das Auge des Chaos und die Hand des Gleichgewichts haben. Das Auge soll sich angeblich irgendwo hinter der Fayum-Oase befinden. Ich glaube, die Hand des Gleichgewichts befindet sich in Gizeh. Finde diese Artefakte und bringe sie mir. Nur dann können wir die Götter rufen. Doch sei auf der Hut. In diesen Zeiten lauern Gefahren hinter allen Ecken. Ja, Wahnsinn, ey. Dieser Mann sollte echt Let's Plays machen, wenn der mehr labert als ich. So, oh. Ach, wir haben schon was bekommen. 8000 Erfahrungen, zähliger Ring der Essenz. Und wir haben
Die neue Hauptaufgabe. Alles klar. Den Ring würde ich mir gern angucken. Ah. Oh. Sollen wir die zusätzliche Stärke mitnehmen? Ich glaube, statt dem schützenden Bandring wäre der gar nicht mal schlecht. Oh. 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 Jo, machen wir. Und den könnten wir dann ja nochmal verzaubern zusätzlich. Mit irgendwas, womit man ihn verzaubern kann. Kann alle Waffen, ach, keine Ahnung. Gucke ich vielleicht später mal nach. Wir sollen ein Auge des irgendwas organisieren und... Ach, das Auge des Chaos und die Hand des Gleichgewichts. Alles klar. Ich denke, das können wir organisieren früher oder später. Und wir müssen diesen Mann finden. Enun. Nee, wie heißt er denn? Ich hab's schon wieder vergessen. Ah nee, ihr Bruder. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie er heißt. Unan, Enun, irgendwie so in die Richtung. Und hier ist nochmal eine Nebenquest. Sie Hardhor. Oh, nee, ist gar nicht. Ist ein Geschichtenerzähler. Vor denen habe ich ja mittlerweile furchtbare Angst. Furchtbare, furchtbare Angst. Plitsch, platsch, plitsch, platsch, plitsch, platsch. Plitsch, plitsch, platsch, plitsch. So, also ist die Frage, wo kommt's denn? Huh? Von Aufgabe versiegelt. Tor nach Theben. Okay. Dann gehen wir da nicht lang. Nö, dann will ich nicht. So, was sind das für Dinger? Lauter Brunnen der Wiedergeburte. Tor der Sphinx, da dürfen wir hin. Ob wir da mal lang gehen? Oh, wer bist du denn? Ein buckliger alter Mann bist du. Der sogar mit den Knien zittert. Ach du Armer. Na gut, aber tut mir leid, ich werde dir jetzt nicht helfen können. Ich muss nämlich in Richtung Sphinx. Tada! Äußeres Gizi, aha, denn in Gizi finden wir die Hand des Gleichgewichts, natürlich. Hand des Gleichgewichts erinnert mich so ein bisschen an die Justitia, die ja immer hier mit Waage und Buch oder was, wie wird sie dargestellt? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Auf jeden Fall mit der Waage und das hat mich doch gerade sehr an die Hand des Gleichgewichts erinnert. Ja, nehme ich überhaupt richtig auf? Ich kann es gar nicht lesen, warte mal. Verdammt. Ich hoffe, dem ist so. Weil ich habe ein paar Tests hier mit Streamen und so weiter gemacht. Und ich hoffe, ich habe umgestellt wieder auf File-Output. Naja, wird schon klappen. Wenn nicht, dann nehmen wir nochmal auf. Ist ja nicht so, als wäre ich das schon gewöhnt. Letztens von der 63,5er Folge. Ist jetzt auch schon wieder einige Zeit her. Eine Woche, ne? Wow, wie die Zeit verfliegt. So, komm mal her. Und könnt ihr vielleicht erkranktes Gefieder droppen? Oder haben wir das jetzt mittlerweile schon? Ah, nee, wir haben es schon voll gelevelt. Okay, dann ist mir egal, was ihr droppt, ganz ehrlich. So, warte mal, ganz kurz niesen. So, da bin ich schon wieder. Und kümmere mich um die kleinen Vögelchen hier. Die haben doch auch einen Vogel, oder? Oh Gott. So. Na, wie viele Geier wollen denn hier noch rumfliegen? So viel Aas kann es doch hier in der Region gar nicht geben, dass das all diese Geier und Hyänen satt kriegen kann. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Sau, Alter, das ist schon wieder Wüste ohne Ende. Ohne Ende. Da willst du doch nicht sein, ey. So und so. Knochenhäuflein, öffne dich. Ja. Gesundheitstrank, Energietrank, Gold und irgend so ein Umhang. Ah, pff, das ist ja lächerlich. Das ist ja lächerlich, meine Freunde. Hätten die Vergangenen, also diese Toten, die mittlerweile Knochenhäuflein sind, hätten die nicht was Besseres droppen können, verdammt? Na nu, wo geht's hier lang?
Willst du mir jetzt sagen... Hä? Ach so, ach natürlich. Hier sind wir hergekommen. Wir haben den Brunnen nur nicht aktiviert, weil wir zu doof waren oder so. Ach, und hier ist ein bisschen Wasser. Na gut. Und hier kommen wir auch durch? Nee, hier kommen wir nicht durch. Na gut, dann gehen wir da auch nicht durch, wenn wir da nicht durchkommen. Na nur, jetzt kommen die ganzen Vögel zu mir. Die haben noch einen Vogel. Diese Seuchenvögel schon wieder, das ist doch ekelhaft. Ekel, ekel, ekelhaft. Ekel und räkelhaft. So, Knochenhaufen, entblöße dich. So, wieder ein paar Tränke mitgegeiert. Gegeiert. und hier ein Schrein der Meisterschaft, den nehmen wir natürlich auch mit, auch wenn wir ihn nicht so wirklich brauchen. Weil es ja hier eh nur irgendwelche Viecher sind, die mit ein, zwei Schüssen down sind. Aber ich würde doch gern mal einen Schluck nehmen. So. Aalhaut, was ist das denn? Das hatten wir auch noch nie. Der Hautfetzen eines Wüstenaals kann alle Rüstungen erweitern. Durchschlagwiderstand und Geschicklichkeit bringt uns das. Ja gut, das brauchen wir eigentlich beides nicht, wenn wir ehrlich sind. Deswegen lassen wir es einfach. Joa, gut, tut mir leid. Aalhaut, du wirst heute nicht benötigt. Du bekommst heute kein Foto. Huch, was seid ihr denn? Feuerkäfer. Alter, wie viele das sind und wie langsam die sind und überhaupt. Wow, wow, wow. So, und wie wenig Damage die machen, da bin ich ja gar nicht voller Angst und Bange. Huch. Huch. Nanu? Nanu? Wo kommt denn die Musik her von dem Tempel, um den wir da gerade rumgegangen sind vielleicht? Boah, wieso ist die Musik immer so laut? Die muss ich jetzt endlich mal leiser stellen. Dann muss ich vielleicht doch audiomäßig nicht immer so viel nachbearbeiten. Wow, 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 wow. So und so. Und man macht doch mal die Musik ein bisschen leiser. Jetzt mache ich sie. Nee, jetzt mache ich sie nicht leiser. Denn ich bearbeite einfach wieder nach und hier ist Brunnen der Wiedergeburt und bevor wir hier weitergehen, müssen wir natürlich erstmal noch die Wüste vollständig erkunden. Ach komm, ne. Sag bloß. Sag bloß mein Opa schon wieder. Das gibt's doch gar nicht. So. Und noch mehr Opis und Omis. Naja, wahrscheinlich Opis. Ich glaube nicht, dass so eine Omi wieder aufersteht und in den Krieg zieht. So. So, hier ist noch nicht Hyäne. Hyäne, Hyäne, Hyäne. Und hier ist keine mehr. Ach doch, da ist er eine. Hallöchen, Hyänchen. Apropos Hyäne, da muss ich gleich mal eine Story von Käse und Käse erzählen. Denn so der normale Mensch sagt ja nicht Käse, weil es ja viel zu schwer auszusprechen ist. Das ist ja ein viel zu großer Umstand, das zu sprechen, anstatt einfach ein E draus zu machen und Käse zu sagen. Probier's mal aus. Käse ist viel anstrengender als Käse. Jedenfalls habe ich einen Kumpel, der irgendwie Englisch Lehramt studiert. Und da hast du ja auch irgendwelche Sprachvorlesungen, die sich mit der Bildung von Lauten und Vokalen beschäftigt. Und da hat er eben einen Professor, der sich riesig drüber aufregt, eben über Leute, die Käse sagen. Obwohl es ja eigentlich Käse heißt. Und das fand ich schon ein bisschen amüsant, weil... Entschuldigung. Da müsste ich auch über alle Dialekte und so weiter aufregen. Das ist doch völliger Schwachsinn. Naja, man kann es eben auch übertreiben, aber gut. Sollen sie übertreiben, wenn sie meinen. Sondern was sind das jetzt hier für Tempelanlagen? Ich dachte schon, da können wir rein, aber das können wir scheinbar gar nicht. So, was ist mit dem zweiten Tempel? Schau, zweiten. Oh, ich habe zweiten gesagt und nicht zweiten, weil es ja viel zu anstrengend für mich ist. Jetzt bin ich ein ganz böser Mensch. Oh. Ach Gott. So, ihr exhumierten Toten. Ihr habt doch eh nichts mehr zu melden. Gesundheitstrank will ich von dir allerdings natürlich haben. So, und dich will ich noch schnell mitnehmen.
so schnell abfrühstücken, weißt du. So, aber hier kommen wir nirgends rein. Nö. Also müssen wir weitergehen.